Rennen. Nürburgring. Nach einem schwachen, ja, schwachen Qualifying. Ja, baue ein Ziel, werde Zweiter oder besser. Noch leichtere Ziele habt ihr echt nicht mehr, oder? Also die Startaufstellung. Fernando Alonso auf 1, 2. Mark Webber, 3. Sebastian Vettel, 4. Lewis Hamilton, 5. Massa, 6. Button, 7. Rosberg, 8. Nick Heidfeld, 9. Michael Schumacher, 10. Petrov. Wir stehen von Position 17, unser Teamkollege von Position 18. Regenwahrscheinlichkeit 77%. Ist es noch trocken? Noch ist es trocken. Es werden 60 Runden gefahren. Eine Runde ist 5,1 Kilometer lang. Die Rennestanz beträgt genau 309 Kilometer. Und der Rundenrekord wurde von Michael Schumacher aufgestellt im Jahre 2004 mit 1,29,468. Ja, da müssen wir noch viel entwickeln. Da sind wir, glaube ich, hinten dran. Wir werden... wir werden mit Hartstart und die Rennstrategie. Runde 17, ja, das passt. Runde 12, wunderbar, Team. Aber da es eh regnen wird, ist das ja eh egal. Also, Rennstrategie haben wir. Ich werde mit Weich fahren, weil ich nicht ganz genau weiß, wann es regnen wird. Deswegen auf Hart und ich sag einfach mal auf zum Rennen. Oh, ich bin gespannt, wann es regnet. Ich denke, wenn's... Ey, das wäre ich bitte, wenn's... Genau in dem Zeitblick anfängt zu regnen, wo ich rein muss. Ey, dann dreh ich richtig am Rad. Also, 17. Startplatz. Da müssen wir jetzt was gut machen. Schon allein beim Start. Aber Start sind ja meine Spezialität. Also, Fernando Alonso auf der 1. Vor Mark Webber und Sebastian Vettel. Wir sind von 17, unser Teamkollege von Position 18. Wenigstens sind die Reifen warm. Ich doch nicht. Und damit beginnt der große Preis von Deutschland. Jetzt. So, gleich mal ein bisschen Kerst verbrauchen hier. Oh, da ist schon ein Frontflügel geflogen. Mitten im Getümmel hier. Boah, Kobayashi gibt doch Gas. Momentan 14. 13. Auf 13 nach vorn gekommen von Position. Von Position 17. Muss wieder auf meinen Motor achten. Die fahren alle mit Weich raus. Wir sind die einzigen mit Hart. Und wir haben ein schweres Auto. Und da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Oh ja, zu zweit durch der Schumacher S. Das kann nicht gut gehen. Man sieht ja auch ein... Oh, mein Motor ist zu heiß. Ich muss mal... Mein Motor fängt an zu überhitzen. Kurz mal raus aus dem Windschatten. Und Kobayashi kommt da sehr weit raus. Den habe ich schon. Oh, der kann innen durchstechen. Oh, das macht er auch. Kann man natürlich über den Motorschaden bekommen. So, anbremsen, erste Kurve. Paul hat schon immer mitgefahren. Guck mal, er schießt wieder neben mir. Oh, ich habe ja richtig zu kämpfen mit dem Lenkrad. Oh, ja, wir verbremsen. Er kommt rein. Wo ist der? Oh, Schreck zurück. Wenn er da durchgezogen wäre, ey, boah. Und jetzt heißt es Angriff nach vorne auf den Vitali Petrov. Kobayashi haben wir abgewehrt oder auch nicht. Aber ich muss meine Bremspunkte erstmal wieder finden hier.
komme ja gar nicht um die Kurve. Ah, 60 Runden, das ist ein langes Rennen. Also Punkte muss ich mit nach Hause nehmen. So, noch ist es richtig wolkenlos am Himmel. 1:37,1. Also im letzten Sektor habe ich was rausgeholt. Meine Poller! Ja, jetzt kann nicht sein, der steht genau in dem Moment. Der liegt da immer noch. Wenn ich da einmal drüber fahre, ist der sofort weg. Oh, harte Reifen und schweres Auto, das verträgt sich ja eigentlich gar nicht. So, der Bohemi sitzt hinter uns. Und der Petrov wird, glaube ich, auch ein bisschen aufgehalten. Oh, nein, nein, nein! Oh, zu spät gebremst! Und das hat ja mal richtig Zeit gekostet. Ha, ich... Ey, nach drei Runden muss ich eigentlich meine Bremspunkte schon gefunden haben. Ich greife lieber auf der Skal- und Zielgeraden an. Ob die mal mit Schwung rauskommen? Der Alonso fährt 1:34. Oh, den nehme ich mal. Den habe ich jetzt zum Annehmen benutzt. Sonst wäre ich, glaube ich, mich weggedreht. Meine Bremsbalance ist, glaube ich, ein bisschen zu sehr nach hinten eingestellt für die erste Kurve. So, jetzt habe ich wieder mal ein bisschen Zeit, auf den Petrov aufzuschließen. Der Regen kann schon kommen. Habe ich kein Problem mit. Also ich habe richtig verloren. Aber der kämpft da vorne aus. Jetzt bremse ich einfach ein bisschen eher. Dann kriege ich auch diese Scheißkurve hier. Diese Haarnadel, das ist das Schumacher ist. Das ist eigentlich kein Problem. Haben wir mal voll ausgereizt, die komplette Strecke. Links herum. Alter! Oh je, oh je, oh je. Immer noch 2,8. Also ich bin echt noch die Qualifying-Runden gewohnt. Ich bin auch kein 100%-Rennen gewohnt. Ich habe ja lange Pause gehabt, im Urlaub gewesen. Und im Urlaub zocke ich nicht. Und das muss ich mir erstmal hier dran gewöhnen. Ah, immerhin lässt sich die Runde noch im Mittelfeld hier noch gut retten. Kurve war ja auch irgendwie falsch an. Einfach früher bremsen. Das kostet nicht so viel Zeit, wie man zu spät bremst. Das ist auch so ein altes Sprichwort hier. Aber ich kann mich wenigstens von dem Bohemi jetzt ein bisschen absetzen. Das ist halt der erste Sektor. Da verliere ich zu viel. So langsam aber sicher muss ich noch mal an den Petrov näher rankommen. Das kann doch echt nicht sein, dass mir hier die alle wegfahren. Ich komme jetzt näher ran.
Ich habe immer noch keine Anweisung von der Crew, wann es regnet. Ich gehe mal da. Ey, der Porsche geht ja wieder da. Aber ich denke mal, dass es regnen wird. Keine Meldung. Ja, ich muss erst mal wieder rankommen. Ich wäre, glaube ich, schon längst vorbei, wenn ich diesen Ausritt da nicht gehabt hätte. Ist das ungewohnt, echt ein schweres Auto unter dem Arsch zu haben. So, den Petrov, den müssten wir jetzt mal gleich attackieren. So, DRS haben wir schon, aber ganz knapp da. Und der Alga Suari ist da weit, da genau davor auf Position 10, also das ist mein Pünktchen. Dass ich natürlich anstrebe. Persönlich neue schnellste Rennrunde, 1:36.230. Oh, ich habe mich eigentlich nicht auf den Angriff vorbereitet. Aber der Sack wollte wieder ausbrechen. Und das ist der Verbremser, das ist der Verbremser, das ist der Konter. Das ist die Einladung, da war die Einladung. Jetzt mache ich den Kasten zu und tschüss. Wo ist denn der 9 platziert? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es echt gar nicht gerade wissen. Ich muss nur irgendwie nach vorne kommen. Vielleicht komme ich ja vor so einer schönen Kampfgruppe raus, die kann ich da ein bisschen beschäftigen. So, der DRS habe ich wiederbekommen. Du musst ein paar Zehntel zulegen. Der Wagen hinter dir schließt auf. So. So langsam habe ich jetzt echt meine Bremspunkte gefunden nach 6 Runden. Ich war 1,5 Sekunden langsamer. Jetzt kommt mein Angriff. Okay, außen wollte ich es probieren. Da war ja aber... Es hat keinen Sinn gehabt. So, 15 Minuten. Ich fahre 1,30. Das heißt, in drei Minuten sind wir 2 Runden gefahren. So, das sind 10 Rennrunden. Das wird genau passen. Mit den harten Reifen, das würde genau passen. Das würde genau passen, wenn meine Rechnung... Ja, meine Rechnung stimmt. Ich muss nur an Aguasuari da vorbei. Da könnte ich echt einen Boxenstopp sparen. Dann war es doch nicht so verkehrt, dass wir nicht ins Q3 gekommen sind. Dann war es eigentlich relativ gut. Jetzt kommt gleich der Angriff.